Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf der Sicherheitskonferenz in München haben die USA und Russland im Syrien-Konflikt weiter auf ihren unterschiedlichen Positionen beharrt. US-Vizepräsident Biden erklärte das syrische Regime für abgewirtschaftet. Russlands Außenminister Lavrov machte dagegen klar, dass seine Regierung weiter zum Machthaber Assad stehe. Allerdings sprach Lavrov erstmals auch mit dem Führer der syrischen Opposition. Anschließend erklärte er sich zu regelmäßigen Treffen bereit. Am Rande der Sicherheitskonferenz kündigte Bundesverteidigungsminister de Maizière an, dass sich etwa 40 Bundeswehrsoldaten an der geplanten EU-Mission für Mali beteiligen würden. Die Deutschen sollen vor allem Pioniere ausbilden, unter anderem im Entschärfen von Sprengfallen. Der Bundestag wird voraussichtlich noch in diesem Monat über das Mandat entscheiden. Anfang März soll der Einsatz beginnen. Erstmals seit Beginn der Militäroperation in Mali ist der französische Präsident Hollande in das westafrikanische Land gereist. In Timbuktu, das erst vor kurzem von Islamisten befreit worden war, wurde er von tausenden Einwohnern empfangen. Zunächst machte sich Frankreichs Staatschef ein Bild von der Zerstörung wertvoller Kulturgüter durch die religiösen Fanatiker. Beim anschließenden Truppenbesuch bedankte sich Hollande bei den französischen Soldaten für ihren Einsatz. Der Anschlag auf die US-Botschaft in Ankara, bei dem ein Wachmann getötet wurde, ist möglicherweise von einem aus Deutschland eingereisten Türken verübt worden. Türkische Medien berichten, der Selbstmordattentäter sei mit einem gefälschten Ausweis ins Land gekommen. Er soll zu einer linksextremen Gruppe gehört haben, die sich zu dem Anschlag bekannt hat. In der Affäre um angebliche schwarze Kassen bei Spaniens regierender Volkspartei hat sich Ministerpräsident Rajoy zum ersten Mal öffentlich geäußert. Nach einem Treffen mit dem Parteivorstand ließ er die Anschuldigungen zurück, Schwarzgeld erhalten zu haben. Außerdem kündigte er an, seine Steuererklärungen offenzulegen. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV am Abend gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Damit untermauerte Aufsteiger Frankfurt seinen 4. Tabellenplatz. Die Lottozahlen: 2, 4, 17, 28, 34, 44, Zusatzzahl 40, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 3, 3, 1, 8, 0, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 1, 2, 6, 1, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wetteraussichten: In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schneefälle, tagsüber im Süden gelegentlich Schnee, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Später im Norden und Westen Regen, Schnee und aufnehmender Wind. -1 bis 4.